Morgens um 7 ist die Welt noch in Ordnung. Peppa ist noch beim Frühstück. Lilly bewacht den Odin. Odin hat sich nach dem Frühstück nochmal hingelegt. Naja, wenn man 4 Jahre alt ist, dann braucht man auch noch ein kleines Vormittagsschläfchen. Lilly ist unsere Älteste, 31. So die gute Seele. Und passt auf den Odin auf, dass ihm nichts passiert, wenn er schläft. Okay. Die Augen sind noch zu. Ne, jetzt sind sie gerade auf. Ja, das Fütterungsmanagement im Offenstall ist ja manchmal etwas schwierig, wenn man schwerfutterige Pferde hat, wie unsere Oldies, also der Pepper zum Beispiel, der ist ja auch schon 25. Ihr seht, er hat jetzt Stallgamaschen an. Das liegt daran, dass er sich schon mal die Karpalgelenke verletzt hat, wenn er sich irgendwo hinlegt und... Meine Sorge ist einfach, dass er sich wehtut. Deshalb trägt er jetzt nachts, bis er auf die Weide gleich geht, diese Stallgamaschen. Ja, Odin, leg dich ruhig nochmal hin. Ja, leg dich ruhig nochmal hin. Ja, Odin, leg dich ruhig nochmal hin. Ja, das ist gut. Das ist angenehm. Ein schnarchendes Shire-Horse. Odin lässt sich auch gar nicht stören. Also, genau, also Thema Fütterung im Offenstall bei leichtfutterigen und schwerfutterigen Pferden. Ihr seht, dass der Leon hier einmal in seinem WIP-Bereich steht. Ja, Leon. Leon ist ein 22-jähriger Haflinger und der Herdenchef. Und das heißt, dass er das meiste Essen bekommt. Deshalb müssen wir ihn so ein bisschen schützen. Und er steht hier während des Frühstücks drin, so dass er die anderen erstens in Ruhe essen lässt und zweitens etwas weniger Futter zu sich nimmt. Und auf der Weide trägt Leon eine Fressbremse. Ich habe lange gebraucht, mich da durchzuringen, aber es ist einfach besser für seine Gesundheit. Die 3 Oldies hier, also die 2 Oldies und der Youngster, ist das nicht süß? Odin lässt sich auch überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Und ich liebe diese friedliche Stimmung morgens nach dem Frühstück im Offenstall. Das ist einfach süß. So, wo sind eigentlich Uschi und Luna? Ja, Uschi. Uschi ist schon nach unten gegangen, wartet drauf, dass die Weide aufgeht. Die Luna steht noch im Stallzelt und mümmelt ihr Heu. Unsere Pferde müssen, um hoch zum Stallgebäude zu kommen, auch diese Treppenstufen hier überwinden. Dann sind wir wieder hier oben. Hier sind die Treppen. Ich finde das ganz schön, dass die Pferde so einen abwechslungsreichen Bereich haben mit vielen verschiedenen Böden, mit verschiedenen Unterständen und immer die Möglichkeit haben, sich auch zurückzuziehen und halt auch ein bisschen klettern müssen. Wir haben mehrere dieser Treppenaufgänge. Hier ist noch so einer, so dass die Pferde immer hin und her wandern können. Da unten ist der Wellness- und Schubbelbereich, wo die Pferde sich kratzen und schubbern können. Und hier geht es dann wieder hoch, wo der kleine Odin immer noch schläft und von Lilly bewacht wird. Ja, Leon, ich lasse dich jetzt raus. Ja, warte bitte. So, ich lasse den Leon jetzt mal raus. Mal schauen, ob der Odin dann aufsteht. Das war's. Jetzt komm schnell.
Gestern war die Pferdewaage da. Ich bin sehr froh, dass Leon sein Gewicht gehalten hat von knapp über 500 Kilo. Der gute Odin hat seit Oktober 70 Kilo zugenommen und ist 1 Zentimeter gewachsen. Er wiegt jetzt knapp 800 Kilo und ist 1,80 groß. Ich meine, sieht man jetzt gerade nicht, er liegt ja. Und ich denke, als vierjähriges Shire Horse wird er noch ein wenig wachsen. Und vor allem noch etwas in die Breite gehen. Ja, also es kommt auch nicht selten vor, dass der Odin morgens wirklich noch mal eine Stunde schläft. Oh, wie süß der ist. Und sich durch nichts aus der Ruhe bringen lässt. Oh, wie süß du bist. Ach ja, das genießt du, ne? Er liebt das wirklich, hier im Kreis seiner Gruppe zu liegen und sich sicher zu fühlen und zu schlafen. Und mir geht wirklich immer das Herz auf, wenn die Pferde so friedlich miteinander sind und Fellpflege machen und sich mittendrin einfach hinlegen. Und ich liebe ja Offenstallhaltung, aber nicht um jeden Preis. Also es gibt ja auch Offenställe, die wirklich Stress für die Pferde bedeuten, weil einfach eine große Fluktuation herrscht. Die Pferde immer wieder wechseln. Und die Pferde dadurch wahnsinnigen Stress haben und gar nicht zur Ruhe kommen. Aber gut geführte Offenställe sind für die Pferde einfach ein Segen. Guck mal, wie weiß Lilis kleines Gesicht schon geworden ist. 31 bist du ja auch schon, Lili, ne? Oh, den hat sich noch ganz hingelegt. Ja, ihr Lieben, ich wollte euch einfach mal mitnehmen auf meine Morgenrunde. Guck mal, wie ein kleines Känguru liegt da süß, ne? Und das Herzchen, da das Herzchen, süß, ne? Ich wollte euch einfach mal mitnehmen auf meine kleine Morgenrunde durch unseren Offenstall und wünsche euch einen ganz, ganz zauberhaften Tag. Ich starte jetzt in meinen Arbeitstag und ja, sieht man mich? Hallo! Und wünsche euch ebenso einen zauberhaften Tag und ich hoffe, ihr genießt diese wunderbare Weidesaison, das traumhafte Wetter. Also ich finde, besser geht's gar nicht. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Ich schenke euch nochmal einen Blick auf meine Pferde. Und unser schlafendes Baby und verabschiede mich damit. Und ihr hört bald wieder von uns. Passt gut auf euch auf. Odin schläft noch ein bisschen und ihr könnt ihm kurz beim Schnarchen zuhören.